Gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, die Hausherrin begrüßt. Naja, ganz Hausherrin bin ich nicht, die Hausherrin, die Frau Stützner, Ingrid sitzt da drinnen, aber nachdem die Kollegin, die aus der Geschäftsführung vorgesehen war, zur Begrüßung kurzfristig krank geworden ist, darf ich Sie alle recht herzlich im BFI Eisenstadt begrüßen, alle Anwesenden, die mitgewirkt haben, um dieses Projekt Mädchen Chancen geben, zur Umsetzung zu bringen. Die zwei wichtigsten Persönlichkeiten habe ich an meiner Seite sitzen. Zum einen die Landesrätin Dunst. Ein herzliches Willkommen. Okay. Und die Koordinatorin dieses Projektes, die, nachdem ich im Süden verweile und für viele Projekte zuständig bin, vor Ort die Koordination mit dem Projekt gehabt oder mit den Trainerinnen und Teilnehmerinnen, den besten und meisten Kontakt gehabt hat. Liebe Maria, herzlich willkommen. Ganz besonders freut es mich, dass so viele Medienvertreter und Vertreterinnen Anteil an diesem Projekt nehmen und mit uns gemeinsam ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie das so ein Projekt verläuft, wie die Teilnehmer sich in ihren 5 Monaten, in denen sie in dem Projekt waren, verändert, gestärkt haben. Das sehen wir dann in der Präsentation. Ein herzliches Willkommen allen Medienvertretern hier im BFI Eisenstadt. Liebe Verena, wir haben heute eigentlich ein kleines Jubiläum. Mhm. Okay. Okay. Ich habe mir gedacht, dass du das nicht ganz weißt. In den letzten knapp 4 Jahren ist das 10. Projekt, das wir im Auftrag des Frauenreferates und in deinem Auftrag zur Umsetzung bringen dürfen, über das ganze Burgenland verteilt. Und für diese Zusammenarbeit und für dieses Vertrauen möchte ich dir im Namen des BFIs heute vor allen Medien ein recht herzliches Danke sagen. Dankeschön. Es sind so um die 200 Frauen, die profitiert haben von einem dieser Projekte. Irgendetwas mitgenommen haben sie noch wesentlich mehr, aber wirklich die positiv profitiert haben, sind es ungefähr um die 200 Frauen. Und auch im Namen dieser Frauen ein herzliches Dankeschön an dich. Wenn ich beim Bedanken bin, möchte auch eine kleine Bitte gleich anhängen. Das habe ich befürchtet. Sicher? Bitte vergiss uns in der nächsten Förderperiode nicht. Alle diese 10 Projekte sind in meine Zuständigkeit gefallen und sind auch von mir evaluiert worden. Und da gibt es schon viele Ideen und Erkenntnisse, die ich ins Auge gefasst habe, in zukünftige Konzepte einzubauen. Also nochmal die Bitte, bitte vergiss uns in der nächsten Förderperiode nicht, vergiss das BFI nicht und die Frauen, die davon profitieren. Wir versuchen ja immer gezielt Projekte in den Regionen für Zielgruppen anzubieten und deshalb haben wir da die Maßnahme, die in den nordburgenländischen Bezirken umgesetzt wurde, berufliche Orientierung, Mädchen Chancen geben, als ein Projekt zur Integration von lehrstellensuchenden Mädchen zwischen 16 und 25 Jahren zur Umsetzung gebracht, eingereicht und zur Umsetzung gebracht. Junge Mädchen haben ja besondere Bedürfnisse und diese Bedürfnisse konnten wir mit den Trainerinnen und mit der Koordinatorin im BFI, wie sie die Frau Landesrätin dann überzeugen kann bei der Präsentation, glaube ich, sehr, sehr gut abdecken. Damit möchte ich mein Eingangsstatement mit Danke und Bitte und Bitte und Danke mal abbrechen. Möchte dann nur kurz noch zu den Inhalten noch deinem Statement zu Wort melden und dem Ganzen. Bitte. Ja, meine Damen und Herren, werte Frau Projektleiterinnen, Süden, Norden, ganzes Burgenland, die Frau Ungersböck an meiner Seite, die Frau Bösenhofer an der anderen Seite, liebe Teilnehmerinnen,
Zunächst einmal ein Bezug nehmend auf die Einleitung. Ich wusste dieses Jubiläum, wusste ich nicht. War mir nicht klar, dass das 10 Projekte waren mittlerweile, 200 Teilnehmerinnen. Es geht immer ums Gleiche, es geht darum, wirklich Chancen zu bieten. Ich begrüße natürlich auch Sie alle, die Sie involviert sind in dieses Projekt, AMS und so weiter. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber Sie sind wichtige Partner und Partnerinnen. Was war die Überlegung bei diesem Projekt? Mädchen Chancen geben. Als Titel sagt eigentlich schon viel, viel mehr. Ich möchte kurz umreißen, wie sich die Situation jetzt für die Mädchen in Burgenland stellt. Wir sind sehr stolz als Burgenländerinnen und Burgenländer, dass wir die höchste Maturantenquote haben und damit auch die höchste Maturantinnenquote. Wir sind stolz darauf, dass mehr als 50% der Studierenden Mädchen sind und mehr als 50% der Akademiker, Akademikerinnen sind, die ihr Studium erfolgreich beenden. Dass sich dann die Karriereleiter bricht, wissen wir auch. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist halt heute noch immer ein Thema. Und deswegen haben die Karriereverläufe beispielsweise von Managerinnen und Manager doch einen riesen Unterschied. Vergessen möchte ich aber nicht, absolut nicht, die duale Ausbildung. Und daher habe ich mit Absicht dieses Projekt, das ein relativ kleines, kurzes Projekt ist, gewählt als letztes Projekt der Möglichkeiten aus dem Europäischen Sozialfonds, weil es mir wichtig ist, jetzt im Vorfeld und darauf wieder zurückkommend auf die Bitte, im Vorfeld schon auszuprobieren, wie kann ich Mädchen, wie die Damen hier vor Ort, dazu bringen, sich für eine Lehre zu entscheiden. Die Teilnehmerinnen werden dann, ohne dass ich eine von ihnen kenne, aber ich bin lange in der Arbeit und viel mit jungen Menschen und Mädchen unterwegs und in Gesprächen. Ich bin überzeugt, dass alle das gleiche Problem haben, nämlich dass sie bisher nicht immer leicht beruflich Fuß fassen konnten. Das ist wahrscheinlich so das Gemeinsame aller Teilnehmerinnen, ohne jetzt hier irgendwelche Lebensläufe zu kennen. Das bedeutet, wir müssen also, und das ist die Aufgabe, schon auf zwei Dinge schauen. Erstens nochmal, duales Ausbildungssystem, uns gehen die Fachkräfte aus. Wir brauchen sie auf allen Ebenen. Es ist eine falsch verstandene Interpretation vieler, gar nicht unbedingt der jungen Menschen, sondern oft auch der Eltern und aller anderen, die halt in der Berufsorientierung und Berufsentscheidung mitwirken, dass man heute sagt, alle müssen eine Matura machen. Wenn ja, dann bekennen wir uns dazu, wie in den nordischen Staaten, dass Matura sozusagen schon die Normalität ist und der Durchschnitt. Dann macht man danach eine Lehre oder man entscheidet sich Lehre mit Matura. Aber zu sagen, dass nur das prestigeträchtig ist und zukunftsweisend, was nur Matura hat oder mindestens eine Matura, ist auch der falsche Ansatz. Ich begegne dem und die AMS-Mitarbeiter und Mitarbeiter werden mir recht geben, es geht ihnen wie mir, ich begegne täglich jungen Menschen, die eigentlich gerne ein duales Ausbildungssystem, eine Lehre gewählt hätten, die aber oft abgehalten wurden, also mit unter dem Motto Natur und mache Matura und mache eine höhere Schule. Gerne, aber vergessen wir nicht, dass die Facharbeiterausbildung oder auch mittlere Schulen mit Diplomen und so weiter genauso wichtig sind. Und dass die auch ein hohes Prestige haben und auch gut verdienen können. Man muss einfach nur für diesen Beruf das Interesse, die Begabung, die Kreativität, die Innovation, aber auch die Weiterentwicklung mitbringen und einfach auch eine Karriereplanung mithaben im Kopf. Daher ist mir so wichtig, dass junge Menschen, die länger arbeitslos sind, auch wieder über den Weg in die Lehre, über europäische Sozialfondsmittel aus dem Frauenreferat einzuladen, hier eine neue Perspektive aufzumachen. Die Arbeitslosenstatistik, die möchte ich auch konkret ansprechen, schaut im Moment so aus, dass wir natürlich als Burgenland gut liegen. Das heißt, andere Bundesländer wären froh, wenn sie bei der Jugendarbeitslosigkeit, und heute reden wir von Mädchen im Besonderen, so gut liegen würden. Aber ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, und jetzt sind wir froh und legen die Hände in den Schoß, sondern ich möchte auch hier ein klares Bekenntnis dazu abgeben, dass hier das Burgenland dafür entschieden hat zu sagen, wir lassen niemanden zurück,
Jeder junge Mensch, der keine Möglichkeit einer Ausbildung hat, egal wie sie ausschaut und was das Ziel ist und wie die Ausbildung an sich ausschaut, ist zu viel. Daher müssen wir uns auch wirklich besonders im Jugendbereich bemühen, hier Möglichkeiten zu finden. Ich bin selber, und das wird man ja hoffentlich nicht merken, aber ich weiß es ja und Sie wissen es auch, ja, Pädagogin. Und ich habe viel mit Schülerinnen und Schülern, die 14, 15 Jahre alt waren, gearbeitet, 18 Jahre lang. Und ich habe sie auch begleiten können und habe viele Lehrlingsinitiativen selbst gestartet. Ich kann nur so viel sagen, dass was Sie jetzt gemacht haben, da bin ich überzeugt, ist ganz einfach, und nur jene Kurse und Maßnahmen und AMS und ESF-Maßnahmen und die von uns als Land führen zu einem Ziel, wo man sich genug Zeit lässt und wo man individuelles Coaching und individuelle Betreuung muss Platz haben, hat und anbietet. Jeder Mensch ist anders, die jungen Damen haben sicher einen Weg hinter sich, wo sie nicht gleich zu einer Arbeitsstelle gekommen sind, auch zu keiner Lehrstelle und natürlich leicht resignativ und manchmal auch nicht mehr den Weg finden, dann dahin gegangen sind, ohne Motivation und ohne Zukunftsvision. Das darf und kann es nicht sein und das möchte ich auch nicht wissen und nicht so stehen lassen als Frauenlandesrätin für Mädchen, die sowieso teilweise schwieriger haben, weil Erziehung und nicht Gender Mainstreaming, nämlich wirklich die Chancen auf Technik und alles, was möglich ist. Und zum Zweiten, weil halt auch die Lehrstellen nicht immer da sind. Ganz wichtig war mir bei diesem Projekt die Verbesserung der Mobilität, vor allem auch ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Junge Mädchen können was und dafür heißt das Projekt Mädchen Chancen geben. Es war mir auch wichtig, eine Neuorientierung durchzuführen und die Unterstützung einfach in der Persönlichkeitsentwicklung und das Finden der Stärken. Wir alle haben Stärken und Schwächen, man muss nur die Stärken modellieren und herausarbeiten und dann wissen, dass ich auf sie setze. Flexibilität, aber auch Kommunikation sind für mich immer so als Teile wichtig. Und das BFI, das darf ich an die Projektleiterinnen richten, hat gute Arbeit geleistet bei diesen 10 Projekten. Wir haben die höchste Vermittlungsquote über BFI-Kurse, wenn es um Frauen- und Mädchenprojekte geht. Teilweise über 80% wird uns keine andere Maßnahme österreichweit wahrscheinlich nachmachen, aber sind immer gleich gestrickt. So auch wie dieses Modul, wenn auch kürzer, aber das war einfach nicht länger möglich. Nämlich Zeit lassen, den Menschen Zeit geben, sie gut begleiten, alles aufarbeiten und dann neu orientieren. Und dazu braucht es Zeit und Geld. Und ich möchte auch in Zukunft, das möchte ich noch vielleicht mitgeben, diese Projekte weiterarbeiten, aber immer bedarfsorientiert und individuell ausgerichtet. Kleinere Teilnehmerinnen zahlen, aber dafür mit Erfolg. Ich halte nichts von riesigen Maßnahmen, wo man dann zu wenig Zeit hat und dann bleiben viel zu viele wieder auf der Strecke und wir haben wieder junge Menschen dann eigentlich nicht fasziniert, sondern demotiviert und das will keine Maßnahme. Gut, für Inhalte und so weiter, da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich habe vorher noch Arbeitslosigkeit gesagt, das habe ich nicht fertig geredet, vielleicht darf ich das noch vollenden. Ich habe vorher gesagt, Jugendarbeitslosigkeit ist sicher eines der ärgsten Dinge. Genauso, wenn man wenige Jahre zur Pensionierung hat und dann sozusagen zu alt für den Arbeitsmarkt ist. Das kann und darf so nicht stehen bleiben. Ich wollte einfach nur bei der Jugendarbeitslosigkeit noch dazu sagen, diese eine Maßnahme heute ist ein Pilot. Und sie ist von Erfolg gekrönt. Es haben einige sich eingestehen müssen, ich schaffe das nicht. Und das ist gut so. Andere Entwicklung. Aber andere haben sofort in den wenigen 7 Monaten eine Arbeitsaufnahme gefunden und damit liegen wir richtig und haben wieder einen großen Prozentsatz. Und daher wird dieses Pilotprojekt auch für die nächste Förderperiode, da werde ich noch mehr Geld haben in diesem Bereich, werde ich sicher umsetzen. Ich stehe aber auch darauf, dass wir jede Maßnahme meiner Maßnahmen in den mir zur Verfügung stehenden Mitteln gut evaluieren, anschauen, lernen und sagen, es geht immer besser. Aber diese Maßnahme ist gut und ich habe mir die Prozente angeschaut, sie passt. Enden möchte ich mit einem gescheiten Zitat, leider nicht von mir, aber umso besser. Nicht alles ist möglich,
sagt Helga Schäferling, eine deutsche Sozialpädagogin, von der ich schon einiges gelesen habe, nicht alles ist möglich, aber es ist mehr möglich, als du denkst. Das ist der Punkt. Gut, ich darf an welche Dame weitergeben. Liebe Verena, du hast die Besonderheit dieser Zielgruppe ja angesprochen. Eine jugendliche Zielgruppe ist immer eine besondere Herausforderung für die Koordinatoren, liebe Maria, und auch alle Trainerinnen. In den knapp 5 Monaten, die jungen Damen in der Maßnahme waren, konnte aber mit Motivation und Einsatz große Fortschritte in allen Bereichen gemacht werden. Die eigenen Fähigkeiten und die Ressourcen haben die Mädchen erkannt, und wie ich heute die hereingeplatzt bin und die Präsentation gehört habe, habe ich gesehen, sie wissen, was sie können, sie sind nur ein bisschen nervös. Und das bisschen nervös, da schauen wir dann sowieso drüber bei der Präsentation, das merkt keiner. Der Beginn der Maßnahme war mit einem Berufsdiagnostik-Test, und da ist auch ein personenspezifisches Arbeiten mit den Teilnehmerinnen, mit den jungen Mädchen von vornherein möglich gewesen für das Engagement. Und das ist mir sehr wichtig. Möchte ich mich bei der Koordinatorin, die immer da gewesen ist, wenn es irgendwas gegeben hat, und sie dann gehört hat und hat gesagt, Margot, tut er da. Und dann natürlich bei allen Trainerinnen recht herzlich bedanken. Maria, bitte gibt es. Es ist nur die Eva da als Trainerin, gibt es an alle Trainerinnen weiter. Erik ist da. Bitte? Erik ist da. Okay, das habe ich vorher nicht realisiert. Und bitte gibt es an alle Trainerinnen weiter. Nur mit einem engagierten Team kann man solche Erfolge erzielen. Und die Landesrätin hat gesagt, mit dem BFI erzielen wir gute Erfolge, und das ist nicht nur, das ist mit dem Team möglich und nicht von einzelnen Personen. Zu den Inhalten sehen wir dann vieles in der Präsentation. Vorabstilberatung war drinnen, die Zusammenarbeit mit Monanet, das ist, glaube ich, als Mädchenplattform in einem Mädchenprojekt sehr wichtig. Erste-Hilfe-Kurs, junge Mädchen wollen einen Führerschein machen. Der Erste-Hilfe-Kurs muss sonst extra bezahlt werden. Im Projekt ist er kostenlos gewendet. Du hast es vorher zwar gesagt, ESF-Projekte, aber das ist für die Teilnehmerinnen ja kostenlos. Und können ihre Qualifizierung, ohne dass sie einen Cent ausgeben müssen, absolvieren. Was im Projekt, und auch das sehen wir dann in der Präsentation, sehr wichtig ist, das sind die vielen Praktika für die Teilnehmerinnen. Machen und gemacht haben, weil dadurch entsteht zum ersten einmal, sammelt man viel Erfahrung. Wie schaut die Arbeitswelt aus? Wie schaut das Unternehmen aus? Und natürlich ist der Kontakt zum regionalen Arbeitsmarkt dabei sehr, sehr wichtig und von großer Bedeutung. Auch was bei jungen Mädchen ohne es besonders zu werten, ich glaube, was sehr wichtig ist, das ist eine sozialpädagogische Betreuung. Man ist mehr nicht Kind, man ist noch nicht junge Frau, und der sozialpädagogische Mitbetreuung, ich glaube, da haben auch alle sehr profitiert, und das war in der Begleitung während der ganzen Projektmaßnahme. Du hast es gesagt, alle Mädchen haben es noch nicht geschafft, eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz zu finden. Es haben so sehr, sehr viele. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Präsentation, wo ihr euch dann alle überzeugen könnt, zurückkommen. Ihr werdet es dann sehen, wo sie alles mitgenommen haben. Aber es gibt Maßnahmen, die halt einfach für manche Mädchen zu kurz sein. Es war eine kurze Maßnahme, und da braucht man halt noch ein bisschen, und dass man die Mädchen, die Frauen auch, nicht nur die Mädchen, aber halt speziell, weil es ein Jungmädchenprojekt ist, noch ein bisschen tragen und unterstützen kann, um für den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Koordinatorin gibt ja auch noch Hilfestellung bis Ende des Jahres, das heißt, es besteht noch gute Chancen und Hoffnung, dass man noch einige von den Mädchen positiven Arbeitsaufnahme gegenübersteht. Das sind so die Eckpunkte, aber wie gesagt, die genaueren Inhalte gibt es dann bei der Präsentation. Ergebnis
ändert sich fast täglich, habe ich jetzt mitgekriegt. Aber 17 Damen waren in der Maßnahme. 5 sind aus diversen Gründen Krankheit, Überforderung ausgestiegen. 6 sind, glaube ich, ziemlich aktuell oder 7 sind momentan und es besteht, wie gesagt, noch Chance und Hoffnung für die Mädchen, einen Arbeitsplatz, eine Lehrstelle oder auch eine schulische Weiterausbildung zu bekommen. Das ist inhaltlich. Ich darf die mit den mit Eva bzw. den Teilnehmern bitten wegen der Präsentation. Ja. Ich habe dieses Projekt vor Ort koordiniert. Ich war Ansprechperson, bin noch immer Ansprechperson für die Mädchen, für die Trainerinnen. Und ich habe sie auf den Praktikumsplätzen betreut. Ich werde sie auch weiterhin betreuen. Und ich habe auch mit dem AMS zusammengearbeitet und möchte hiermit sagen, besonders gut zusammengearbeitet. Ich möchte mich bedanken beim AMS Mattersburg, beim Herrn Blattner, beim Herrn Winter, AMS Eisenstadt und beim AMS Oberpullendorf. Es war eine sehr produktive Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich an die Frau Magister Eva Penja übergeben. Sie ist die Trainerin der Mädchen und die wird gemeinsam mit den Mädchen jetzt eine Präsentation Ihnen präsentieren. Sie sind schon aufgeregt, aber Sie machen das ganz toll. Ganz toll. Gut, danke. Ja, herzlich willkommen bei unserer Präsentation Mädchen Chancen geben. Hier sehen Sie die Fotos von den einzelnen Mädchen. Alle können heute leider nicht da sein, aber die Mädchen werden sich selber bei Ihnen präsentieren und vorstellen. Und ich darf jetzt gleich die Alicia und die Isi bitten, Ihnen die Inhalte auch kurz vorzustellen. Ja, die Bereiche unserer Maßnahme waren Berufsorientierung, Farb- und Stilberatung, Gesundheit und Fitness und Flexibilität und Mobilität. Persönlichkeit, Einzelcoachings, Erste-Hilfe-Kurs, Mathematik und Deutsch. Danke. Ide, darf ich das bitten? Was ist das? So, 1. Juli war der Start unserer Maßnahme. Hier sehen Sie verschiedene Gruppenübungen zum Thema Teambuilding mit unseren Trainern. Ja, zum Thema Persönlichkeit zum Beispiel gab es auch Übungen. Rechts oben sieht man auch eine Anleitung, das heißt, wir haben auch geübt, was es heißt, einmal Chefin zu sein. Und das ist gar nicht so einfach, sich wirklich auch so auszudrücken und die Kommunikation auch zu üben, dass es andere auch verstehen. Ja, also sich einmal ein bisschen in die Schuhe auch der Vorgesetzten auch zu begeben. Ja, Bewegung und Fitness war ein großer Teilbereich auch unserer Aktivitäten. Hier sehen Sie auch den Obelisken, wir sind mit den Smoothies durch den Park gegangen. Der Hauptteil natürlich unserer Aktivität, Berufsorientierung, Job finden, ja, und auch Praktika finden. Wir haben die tägliche AMS-Jobrecherche wirklich täglich durchgeführt. Hier sehen Sie die Mädchen beim Recherchieren, nicht nur die Lehrstellenbörsen, sondern alle Suchmaschinen, um einen passenden Job, eine Lehrstelle zu finden. Wir haben uns aber auch konfrontiert damit, was sind überhaupt meine Zukunftspläne, wo möchte ich hin in meinem Leben. Hier sehen Sie die Präsentationen auch und die Plakate dazu, was möchte ich erreichen einmal. Ja, eine wichtige Zusatzqualifikation, wie schon angesprochen, war der Erste-Hilfe-Kurs im Ausmaß von 16 Wochenstunden. Ganz wichtig auch für den Führerschein, für die Mobilität auch schon, dass man auch zu den Jobs und den Arbeitsstellen findet mit dem Alex Böhm. Hier haben Sie auch verschiedene Übungen gelernt, stabile Seitenlage. Was auch wieder wichtig ist, wenn was passiert ist, wenn eine Kundin schlecht wird, dass ich da auch gleich eingreifen kann. Also das ist auch wieder Zusatzqualifikation für den Arbeitgeber. Präsentationstechniken waren natürlich auch ein Teil, hier die Nena und die Easy beim Präsentieren. Der andere Teil, Farb- und Stilberatung mit der Frau Kölbel. Da ging es eben darum, dass sie kennenlernten, was bedeuten die verschiedenen Farben, was passt mir und auch das richtige Outfit zu finden für den optimalen Auftritt auch bei den Bewerbungen. Teil Persönlichkeit auch, gab es einen Ausflug in Waldpädagogik nach Schwarzenbach. Hier trafen wir verschiedene Jugendgruppen mit verschiedenen Trainern. Und der Inhalt dieser
Aktivität war Regeln vermitteln in der Natur. Der Outdoor- und Fitnessbereich war uns sehr wichtig, dadurch, dass wir viel gesessen sind, viel recherchiert haben und auch das geben auch ins Fitnesscenter, das war auch rechts, das heißt Boxen und auch verschiedene schauen, wie wir aktiv werden, damit man auch vor allem die Gesundheit auch bewahrt. Was auch sehr wichtig ist, da mit Wolfgang Kiss waren die Mädels oben bei der Gloriette und haben diesen Turm, diese Aussichtswarte, die neue erklommen. Und der Bahn war das schon sehr mulmig, das heißt, sie haben das auch umgesetzt in der Persönlichkeit. Wie erreiche ich meine Ziele, wie kann ich mich auch motivieren, auch wenn es mir nicht so einfach mulmig ist, also dieses Hindernis auch zu überwinden. Mobilität, Flexibilität, die Mädchen wünschen sich einen Ausflug auch nach Wien. Wir haben hier Fahrpläne recherchiert, wie kommt man von A nach B, verschiedene Bezirke auch und einzelne Etappen waren hier zum Beispiel das Haus des Meeres und auch der Wiener Prater. Ja, und die Mädchen werden sich jetzt einzeln bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Lena Miljenovic, bin 24 Jahre alt. Ich wohne in Siegendorf. Mein Berufswunsch ist Einzelhandelskauffrau. Traumberuf ist Einzelhandel, Haushaltshilfe und Küchen. Meine Praktika habe ich im August 2014 in Siegraben beim Kindergarten gemacht, habe dort die Kinder umsorgt, ist leider nichts draus geworden. Mein zweites Praktika ist in Bargrau in Eisenstadt, wo es so gut lief, dass ich an die Kasse schon durfte, wobei sie das am Foto sehen durften. Meine Ziele sind Reinigungskraft geringfügig bei der Frühstückspension Wagner in Eisenstadt. Ab 1.12. habe ich eine Teilzeitanstellung bei der Firma Bargrau in Eisenstadt. Ich darf Ihnen vorstellen, die Filialstellvertreterin Frau Bernhard hinten. Ja, ich bin Isida Bahnli, bin 17 Jahre alt, wohne seit 2 Jahren in Ostli. Ich war in der neuen Mittelschule Siegendorf und in der Polytechnischen Schule in Eisenstadt. Mein Berufswunsch ist Ordinationsgehilfin oder Bürokauffrau. Und mein Traumberuf ist Zahnarztassistentin, was ich unbedingt weitermachen möchte. Ich war so begeistert, dass ich vergessen habe, weiterzuschauen. Ja, meine Praktika waren beim Dr. Vukovic als Zahnarztassistentin, was für mich sehr hilfreich war, weil ich jetzt weiß, dass mich dieser Beruf sehr interessiert und weil ich das jetzt ein Leben lang weitermachen möchte. Und dann war ich beim Kika in Eisenstadt als Lagerlogistikerin. Das war auch hilfreich, weil das will ich nicht machen, das ist eher nichts für Frauen. Meine weiteren Ziele sind, ich hoffe, dass ich die Lehrstelle beim Dr. Rümele kriege in Biedermannsdorf. Ich freue mich schon drauf, wenn ich die Lehrstelle kriege. Mein Name ist Jennifer Maurer, bin 21 Jahre alt, komme aus Eisenstadt, wohne, also mein Berufswunsch ist, Feinkostmitarbeiterin zu werden, weil mir der Beruf sehr Spaß macht. Praktika war beim Spargourmet in Eisenstadt. Da habe ich verschiedene Bereiche mitgeholfen und mein Ziel ist, ich habe viele Bewerbungen weggeschickt und unter anderem auch der Villa in Mattersburg in der Feinkost. Da besteht eine Möglichkeit auf eine Übernahme und ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin die Alicia Peck, ich bin 17 Jahre alt, ich wohne in Steinbrunn. Mein Traumberuf ist Malerin, aber das ist leider nicht möglich, weil ich die Firma in der Früh nicht rechtzeitig erreichen kann. Und mein zweiter Wunsch wäre dann Einzelhandelskauffrau im Bereich Textil. Meine Praktika waren, ich war in Wiener Neustadt 2 Wochen im Fitnesspoint als Einzelhandelskauffrau im Bereich Sportartikel, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann war ich 2 Wochen lang beim Kika, dort habe ich mir die Lagerlogistik angeschaut und den Einzelhandel. Die Lagerlogistik hat mir nicht so gefallen, das ist wirklich eher eigentlich für Männer.
Dafür hat mir der Einzelhandel umso mehr gefallen. Und dort durfte ich bügeln und die Betten überziehen und passend zu dekorieren, die Lieferungen auspacken und schlichten. Und jetzt bin ich zurzeit beim Baumax und mache dort mein Praktikum. Weitere Ziele sind, also ich habe jetzt überall noch Bewerbungen verschickt und ich hoffe, ich finde bald eine Lehrstelle. Mein Name ist Anna Körber, bin 19 Jahre alt und komme aus Ockern. Ich habe die Handelsschule in Eisenstadt absolviert und ein Jahr als Rechnungswesen Finanzassistentin gearbeitet. Mein Berufswunsch ist, in einem sozialen Bereich tätig zu sein, und eben mein Traumberuf ist, als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin zu arbeiten. Derzeit besuche ich ein Praktikum im Caritas Pflegeheim in Eisenstadt, was mir wirklich sehr gut gefällt und mir auch bewiesen hat, dass ich in diesem Bereich weiterarbeiten möchte. Und meine weiteren Schritte, also Ziele, sind, dass ich im Frühjahr 2015 die Aufnahmeprüfungen in Niederösterreich und in Wien absolvieren möchte, bis dato eine Teilzeitbeschäftigung suche und weiterhin im sozialen Bereich ein Praktikum suche. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kurskolleginnen, darf ich mich vorstellen, ich bin die Stefanie Nörner. Ich werde jetzt am 26.11. 24 Jahre. Ich komme aus Eisenstadt, ich habe vorher in St. Georgen gewohnt. Mein Berufswunsch ist eben, die Lehrabschlussprüfung jetzt da zu machen zur Restaurantfachfrau, weil ich schon sehr viel Erfahrung habe in diesem Bereich. Und dass ich dann einen Abschluss habe, das würde mich sehr freuen. Mein Traumberuf wäre dann eben im Einzelhandel Textil, weil ich mich sehr für Mode interessiere, weil ich selber ein sehr modebewusster Mensch bin. Und ja, meine Praktika, was ich gemacht habe in diesem Kurs, waren unter anderem beim C&A Eisenstadt, wo ich Kunden betreut habe, wo ich Lieferungen gegennahm und auspackte, die Kleidung einräumen durfte und schlichten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und mein weiteres Praktikum war im Restaurant Scheuhammer in Wifi Eisenstadt, was ich für meine Ziele nutzen kann, und zwar für die Lehrabschlussprüfung nächstes Jahr im Mai. Und danach möchte ich im Einzelhandel Textilbereich tätig sein oder eben mich selbstständig machen, weil ich auch die Ausbildung zur Nageldesignerin gemacht habe im Wifi. Und ja, Dankeschön. Die Mädels präsentieren und stellen noch die Trainer vor und die Trainerinnen. Das ist unsere Haupttrainerin, die Eva Fenio. Sie war zuständig für Kommunikation und Einzelcoaching. Unser Mathematiktrainer, der Hans Vogandl. Eine weitere Trainerin war ebenso die Erika Dreckler, die war für Deutsch zuständig. Die was hier sitzt auch. Unser Berufsorientierungstrainer Wolfgang Kiss. Unsere Persönlichkeitstrainerin Teda Kerschbaumer. Eine weitere Persönlichkeitstrainerin Ulrike Rössler. Wir waren unter anderem bei Monanet, wo uns die Frau Gossmann betreut hat. Wir bedanken uns recht herzlich an dieser Teilnahme, Mädchen Chancen geben. Und dass wir Erfahrungen sammeln durften und Neues kennenlernen durften, wie auch Erfahrung sammeln in verschiedenen Praktika. Ein herzliches Dankeschön auch ebenfalls an die Landesrätin Verena Dunst, an das Frauenreferat beim AMS Eisenstadt, Herrn Pinter und Frau Wallner, beim AMS Mattersburg, Herrn Plattner und Frau Ibi und Frau Tomasowitsch, ebenso auch beim AMS Oberpullendorf, Frau Dorner. Dankeschön. Dankeschön. Ja,
Also ich glaube, nach dieser Präsentation muss ich anders retten, sicher noch ein paar Worte. Na, herzlichen Dank. Ich wollte mich auch nur für den Blumenstrauß bedanken, bei allen, die hier mitgearbeitet haben, Trainerinnen, AMS, BFI und so weiter. Herzlichen Dank dafür. Gratuliere und bedanke mich für die Präsentation. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, das schaut für uns vielleicht jetzt so aus, naja, das wird ja nicht so schwierig gewesen sein. Meine Damen und Herren, die Damen haben jahrelang teilweise keine Aussicht gehabt, keine Ausbildung gehabt, keine Chance gehabt. Jetzt haben sie eine. Und das haben sie auch gezeigt bei der Präsentation. Und um das geht's. Ich glaube, ich darf im Namen aller uns bedanken für die Präsentation, aber auch alles Gute wünschen im Namen von uns allen. Bin überzeugt, dass Sie nach dieser Maßnahme ganz anders auftreten, viel selbstbewusster sind, wissen, was Sie wollen, und dann weiß man auch, wie man die Zukunft packt, nämlich gut. Alles Gute wünschen wir Ihnen. Was ich vorher Ihnen nicht vorenthalten wollte, ist, wir haben zurzeit mit Ende Oktober 961 Jugendliche in Burgenland arbeitslos gemeldet. Wir haben damit zwar einen Rückgang von 8,7% im Vergleich zum Vorjahr, und so wie ich vorher gesagt habe, aber jeder Jugendliche arbeitslos ist zu viel. Das wollen wir nicht, den wollen wir auch nicht sozusagen im Regen stehen lassen. Zurzeit ist es so, dass 134 Lehrstellensuchende auf 47 offene Lehrstellen kommen. 47 offene Lehrstellen heißt aber nicht, dass genau das jene Lehrstellen sind, die die Jugendlichen machen wollen. Also, um auch das zu erklären, weil manche Dinge scheinen dann so ganz klar und selbstverständlich, schaut man eher drauf, sieht man, dass beide miteinander nichts zu tun haben. Junge Menschen brauchen auf alle Fälle Chancen, und die Mädchen haben die Chance genützt. Danke. Im Namen des BFIs werde ich das sicher nicht machen, weil einiges vorbereitet. Diese Maßnahme bewerben musste, oder wie die Auswahl erfolgt ist? Die Mädchen sind zu einem Informationstag gekommen und wir haben dann Einzelgespräche geführt, und die, die wollten, haben wir aufgenommen in dieser Maßnahme. Dazu ergänzend muss ich sagen, dass bei Maßnahmen für junge Menschen das immer so ist, dass es eine Clearing-Phase gibt, wo man ganz einfach einlädt, mehr einlädt, als man letztendlich aufnehmen kann, und dann im Sinne der Interessierten dann auch klar sagt, für wen hat es eine Chance und einen Nutzen und für wen nicht, und dann sucht man sich die Teilnehmerin nochmal aus. Aber das war eine kleine Maßnahme, und daher war es möglich, alle zu nehmen dieses Mal. Clearing-Phasen sind aber wichtig, möchte ich betonen. Beworben ist das Projekt über die Medien geworden, über das AMS und auch in den Schulen. Die Frau Ungersböck war auch in den polytechnischen Schulen unterwegs, um dort das Projekt vorzustellen und zu erklären, was in dieser Maßnahme passiert. Und in den regionalen Medien in den nördlichen Bezirken. Wie groß ist eure Kontingent? Wie viele Damen können die aufnehmen? Speziell dieses Projekt. In diesem Projekt waren eigentlich 15 Damen vorgesehen, nachdem aber zwei Damen sehr schnell aus der Maßnahme eine kleine Lehrstelle gekriegt, die andere so ausgestiegen ist, haben wir noch zwei nachziehen können und haben 17 Teilnehmerinnen gehabt. In der Maßnahme. Was plant ihr für die nächste Projekt? Da bin ich jetzt dran. Wir sind in der burgenländischen Regierung, Landesregierung, sind zwei Mitglieder für europäische Sozialfondsmittel zuständig. Das ist der Kollege Dr. Reza als arbeitsmarktpolitischer Zuständiger in der Regierung und ich aus der Frauensicht. Wir haben beide die europäischen Sozialfondsmittel kofinanziert, natürlich durch das Land Burgenland. Wir haben diese Mittel verbraucht, erfolgreich verbraucht. Ich darf vielleicht auch noch einmal darauf hinweisen, dass uns natürlich das Geld für bestimmte Maßnahmen, Schwerpunktmaßnahmen zur Verfügung gestellt wird. Hier ist die Förderperiode 2007 bis 2014 ausgelaufen. Es hatte bestimmte Maßnahmenschwerpunkte. Dementsprechend haben wir das ausgeschrieben und dann haben sich verschiedene BFI-Institute und so weiter haben sich beworben um diese Schwerpunkte und Maßnahmen und haben dann diese Projekte zugesprochen bekommen. Das heißt, wir verfügen hier die Mittel, geben das weiter, das dann verschiedene Institutionen durchführen. Wir haben dort auch eine klare Vorschrift, nämlich wie hoch die Vermittlungsquote sein muss. In der Förderperiode 2007 bis 2014 mussten wir auch bei den schwierigsten Bedingungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 20%
Erwerbsquote erreichen. Bei Nichterreichung dieser Erwerbsquote heißt ganz einfach am Ende der Maßnahme, egal wie lange sie ist, wie gut oder wie nicht gut sie läuft, kann ja auch passieren, muss dann am Ende des Tages müssen von 100 Teilnehmerinnen 20 eine Arbeit gefunden haben. Wenn nicht, muss der Betreiber bzw. letztendlich die Landesregierung das Geld zurückzahlen. Wir haben in all diesen Maßnahmen das aber geschafft. Ich möchte mich für das Frauenreferat oder beim Frauenreferat, die Frau Magister Inkhofer ist Chefin des Frauenreferates und Durchführerin, bedanken. Wir haben keine einzige Maßnahme zurückzahlen müssen. Wir werden natürlich mehrfach evaluiert, mehrfach auch überprüft, neben den österreichischen verschiedenen Institutionen, die uns prüfen und diese Maßnahmen prüfen, bis hin zur Europäischen Union. Diese Maßnahmen sind wichtig und richtig fürs Burgenland, weil sie uns Gelder geben für Qualifikation, macht es aber nicht einfacher, weil wir zumindest auch dementsprechend mehrfach geprüft werden. Ist aber auf der anderen Seite immer eine Veranlassung für alle miteinander, noch besser drauf zu schauen, dass wir Erfolg haben. Die nächste Förderperiode 2014 bis 2020 sind die europäischen Sozialfondsmittel zugesagt. Bereits in Wien verabschiedet im Ministerrat und bei uns wird dieser Bescheid in der Regierung noch erfolgen. Und die europäischen Sozialfondsmittel haben diesmal andere Schwerpunkte für den Bereich Frauen, Begegnung, Bekämpfung der Armut. Immer nach wie vor den Schwerpunkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Immer auch mit Mobilität natürlich und immer auch mit dem Ziel der besseren und höheren Qualifizierung. Diese drei Schwerpunkte sind die Hauptschwerpunkte. Das heißt, diese Maßnahmen in der Form wird es da nicht geben? Doch, weil viele dieser Maßnahmen, die wir jetzt durchgeführt haben, durchaus auch von den Schwerpunkten her passen. Und vor allem wird es sicher, und das kann ich jetzt und hier versprechen, Maßnahmen für Mädchen geben, die keine Lehrstelle ohne unsere Hilfe finden. Also es wird sicher wieder Möglichkeiten geben, für Mädchen, die keine Lehrstelle finden, dass wir sie da auf diesem Weg begleiten. Beginnen werden wir mit dem Frühjahr 2015. Kann man konkret sagen, wie viele Mittel in diese Maßnahme geflossen sind? Ich weiß es nicht auswendig. Ob ich das in meinen Unterlagen? Circa 59.000 Euro ist der Kostenvoranschlag. Deswegen eine kleine Maßnahme und relativ kurz. Nochmal 7 Monate wird für Sie vielleicht, die Sie im Arbeitsmarkt integriert sind, kurz vorkommen. Aber 7 Monate für junge Damen, die lange keine Arbeit gefunden haben, sind 7 Monate kurz. Wie viele waren es jetzt nochmal vorher? 134 suchen ja, wie viele offene Stellen hat? Da gibt es immer meine Unterlagen, die liegen. 47. Hast du das? Danke. Kommt davon, wenn man sein Hirn überall hinschmeißt. Also ganz konkret nochmal, eben 961 Jugendliche im Burgenland arbeitslos gemeldet, heißt ein Rückgang Gott sei Dank von minus 8,7 im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind also gut unterwegs, aber jeden Tag auf der Suche nach neuen Chancen. 134 Lehrstellensuchende auf 47 offene Lehrstellen. Beispielsweise im September waren es noch 256 Lehrstellensuchende auf insgesamt 69 Lehrstellen im Burgenland. Das bedeutet, wir haben auch hier schon heuer wieder einen Rückgang. Aber Sie haben die Maßnahme gehört, das Land Burgenland hat sich wieder für eine neue Lehrlingsoffensive entschlossen. Und damit ist das Land Burgenland der größte Lehrstellenanbieter und Ausbilder. Nur sage ich auch gleich vorweg, das ist wichtig und richtig, dass wir das tun. Aber es kann nicht damit zu Ende sein. Und ich fordere hier wirklich ganz klar die Wirtschaft auf, die immer wieder nach Fachkräften sucht und nach Hilfe schreit, weil zu wenig Fachkräfte sind, letztendlich aber die Verantwortung für die Lehrstellenausbildung nicht übernimmt. Und das ist mir zu wenig und da Mädchen wirklich ist ganz, ganz schwierig, bei Firmen unterzukommen, wenn es nicht die typischen Mädchenberufe sind.